Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer VH80 mit einem neuen Birnenblatt-Unboxing-Video für euch. Ja, und gerade eben vor diesem Video habe ich euch die drei Mediabooks von Der Nebel vorgestellt von Birnenblatt. Und jetzt geht es noch weiter mit den letzten drei Mediabooks, die ich von Bretzmedia bekommen habe am 31.01. Und zwar auch ein richtig geiler Film, den ich auch mir mit angucken kann, nämlich Orphan, das Waisenkind. Ja, Wollinger Sepp, hier schauen wir mal die drei Mediabooks. Wie, nur drei? Hä? Sind das eins? Nein, drei. Da sind sie alle. Ja, so schauen sie aus, die drei Mediabooks von Orphan, das Waisenkind. Muss auch geschehen, der Film finde ich wirklich cool. Aber natürlich beim zweiten Mal gucken ist dieser Effekt natürlich vom ersten Mal wirklich komplett weg. Aber seitdem auch dieser Film macht immer wieder Spaß anzugucken. Und hier gibt es eben einmal das KVA-Motiv. Das Ganze schaut hier so aus. Ist limitiert auf 444 Stück. Einmal das Cover B schaut hier so aus. Und das ist limitiert auf 333 Stück. Und das Cover C ist limitiert auf 222 Stück. So, wir machen mal das Cover A zuerst mal auf und muss gestehen, das ist für mich das schwächste Motiv von allen dreien. Ich weiß nicht warum, die Zeichnung, sonst gefallen mir eigentlich immer ganz gut von Birnenblatt, aber das irgendwie so gut wie überhaupt nicht. Also ich weiß nicht warum. Also das ist für mich das schwächste von den ganzen neuen Mediabooks. Aber vielleicht erstmal auspacken und vielleicht kommt dann doch noch die, das Erwachen, aber ich muss gestehen, leider nein. Also muss ich sagen, nein, kommt leider nicht. Natürlich ist das schon irgendwie so dreidimensional, diese die Tränen, wo hier runterlaufen. Wenn man genau hinguckt, ist auch einfach ein gezeichnetes Motiv, also ein wirklich gezeichnetes Motiv. Ja, aber irgendwie macht es mich jetzt so ganz an, muss ich zugeben, nee. Gefällt mir jetzt nicht so ganz. Da hätte ich mir was anderes gewünscht, aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Dem einen gefällt es nicht. Aber leider gefällt es mir dann nicht so ganz besonders. Dann haben wir noch dann das Bein. Oben das Blutdisk-Logo in Orphan und unten dann wieder das Combo-Logo. Und hinten drauf haben wir dann nochmal die andere Seite von ihr. Da wäre es natürlich vielleicht cool gekommen, irgendwie das so spiegelverkehrt zu machen, dass man, wenn man es aufklappt, das gesamte Bild bekommt. Aber wie gesagt, es ist nun mal so, mir gefällt es einfach nicht so besonders gut. Ja, hier haben wir die Limitierungsnummer, hier unten limitiert auf 444 Stück. Und hier eben dann die Credits und die ganzen verschiedenen Logos noch dazu. Das war das Cover A. Und dann geht es weiter mit dem Cover B. Das schaut schon einen Tick cooler aus, nämlich das schaut hier so aus mit dem Feuerzeug oder mit dem Streichholz und hier in den Flammen ist dann eben dann das Waisenkind und hier eben dann noch die weiteren Charaktere. Schaut wirklich sehr cool aus, aber muss geschehen, das Backartwork macht mich hier noch viel mehr an als das Frontartwork, denn das Backartwork schaut total gruselig aus. Und wir machen erstmal auf. Und dann schauen wir uns dann mal das Motiv an. Und Folie geben wir hier runter. Nein, ihr dürft es noch nicht sehen. Ja, so schaut eben hier das Covermotiv von vorne aus. Hier eben mit dieser Flamme und hier eben dann das Waisenkind in der Mitte. Und hier eben dann auch hier cool am Streichholz steht den Orphan dran. So ganz leicht reingeschrieben. Also das schaut wirklich cool aus. Und auch die Flammen schauen wirklich sehr realistisch aus. Also das Motiv gefällt mir auch richtig, richtig gut. Auch hier eben dann die ganzen, die Glut, wo wegfliegt. Also das Motiv schaut auch richtig verdammt cool aus. Und dann machen wir jetzt hier mal das Bein. Das Bein schaut jetzt so aus. Einmal hier oben das Blutdisk-Logo, Birnenblatt-Logo. Und dann Orphan und dann wieder das normale Logo. Und jetzt hinten drauf, was ich absolut cool finde, ist hier eben dieses Motiv, ja, wo hier so rausbröckelt.
das schaut einfach mal richtig steig aus. Oder was meint ihr? Also für mich, das Backartwork hätte eigentlich vorne drauf gehört. Sehr, sehr steiges Motiv. Wirklich sehr steiges Motiv. Und hier dann die Limitierungsnummer. 333 Stück. Und hier dann die Credits. Und das ist auf jeden Fall schon mal das Cover B von Orphan. Also wirklich, das Motiv ist schon mal sehr, sehr stark. Ja, und dann haben wir hier noch das Cover C. Nämlich mit diesem schicken Bild ist das ganz normale Kinoplakat. Aber ich habe da auch was auszusetzen, denn es gibt ja noch das andere Motiv, noch, wo er jetzt hier mit diesem Schwarzlicht ist. Und da hätte ich eine coole Idee gehabt für den lieben Stefan, da vielleicht so ein Lenticular-Motiv drauf zu machen, wo man dann herstellt, dann kommt eben einmal dann das Bild, einmal kommt eben das andere Bild mit diesen ganzen Schwarzlicht-Hintergrundbildern. Aber war nur so eine Idee, wäre eine coole Idee gekommen. Ist mir so mal eingefallen, wo ich es gesehen habe. Ja, aber das Motiv gefällt mir hiermit auch am besten wieder. Ich mag einfach gerne die Kinoplakate und das natürlich auch schon mal sehr stark. Und auch hier das Motiv ist auf 222 Stück limitiert. Wir machen mal auf das ganze Teil und dann schauen wir das nochmal an. Also hier ein Lenticular drauf gemacht. Wow, das wäre überragend gewesen. Aber trotz alledem, das Motiv gefällt mir auch sehr gut. Ist ein schönes Motiv hier. Und auch die Schauspielerin, die, wie heißt sie? Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Die Isabel Fuhrmann, ja, eine richtig tolle Schauspielerin hier in diesem Film. Und hier nochmal der Schriftzug Orphan. Geiles Motiv, wirklich wahr. Und jetzt, wenn man es hinterher machen würde, dann würden jetzt eben diese Schwarzlichtbilder auftauchen. Ach, ich sehe es gerade vor meinen Augen, wenn ich meine Augen zumache. Ja, oh, super, Hammer. Aber auch so, ah, auch richtig toll. Richtig toll, wenn man so hinhält, könnte das jetzt auch ich sein. Ja, okay, dann haben wir hier noch dann den Spine. Orphan, oben hier mal das Binnenblatt-Logo in dunkel gemacht, nicht mehr in hell. Und unten noch dann das Combo-Logo und Backartwork, ja, kann man sich angucken. Hier eben dann das Ganze schaut hier so aus und gefällt mir auch sehr gut. Und hier eben die Nummer 222 und ich habe die Nummer 2. Ja, sehr cool auf jeden Fall und auch ein sehr schönes Motiv. Ja, das waren schon mal die drei Motive von Orphan, das Waisenkind. Wie gesagt, Film finde ich wirklich sehr cool, macht immer wieder Spaß anzugucken, obwohl man schon weiß, wie es ausgeht. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal in die Ego-Perspektive über und gucken uns mal dann das Mediabook oder die Mediabooks von innen an. Bis gleich hinter der Kamera. Jetzt befinden wir uns in der Ego-Perspektive und hier nochmal das Cover A. Und leider wird es einfach für mich nicht besser. Es tut mir leid, auch beim mehrmaligen Angucken. Mir gefällt es einfach immer noch nicht. Tut mir leid, obwohl es wirklich sehr so dreidimensional rüberkommt. Und dann hier nochmal das Bein. Und hier nochmal die Rückseite. Aber wie gesagt, ist einfach nicht mein Geschmack. Ja, das ist schon mal das Cover A gewesen. Dann haben wir nochmal das richtig geniale Cover B. Variante mit dem Streichholz und hier mit Ruß Orphan reingeschrieben. Das Motiv schaut schon mal sehr, sehr steig aus. Macht wirklich was her. Hier mal dann das Bein. Und dann die Rückseite. Für mich die beste Rückseite von den drei Mediabooks. Wow, wirklich war hammergeil. Also hier das als Frontmotiv wäre auch richtig cool gekommen. Aber hätte dann vielleicht so viel Ähnlichkeit gehabt mit Cover A. Ja, Cover B nochmal. Und jetzt hier nochmal zum Schluss das Cover C. Mit dem ganz normalen Kinoplakat. Auch das sehr schön. Auch sehr scharfe Bilder natürlich auch hier. Und hier nochmal ein Orphan. Und dann hier das Bein. Und die Rückseite nochmal. Schaut hier so aus. So, und mit dem gehen wir auch mal in die Ego-Perspektive nochmal weiter rein. Und dann gucken wir uns mal das Mediabook von innen an. Und wir schlagen hier mal auf. Und wir haben hier schon mal dann die Blu-ray-Disc vor uns liegen. Mit dem Birnblatt-Logo und das FSK 16-Logo.
Und dann geht es hier weiter mit einem Innenartwork. Das Ganze schaut hier so aus. Auch das sehr schön gestaltet. Und dann geht es hier weiter mit der Inhaltsangabe von dem Film. Und wir haben hier als Extra-Disc eine CD wieder, die Unschuldsengel. Und hier auch wieder die Sprecher, könnt ihr euch gerne mal durchlesen, damit ihr auch wisst, wer hier die Sprecher sind. Auch das sehr informativ. Und hat auch eine Laufzeit von 72 Minuten, die Unschuldsengel vom Gruselkabinett. Hier nochmal die Extras, der Film geht 123 Minuten. Und ja, hier nochmal dann das Mini-Burn-Extra-Blatt Nummer 7 Orphan. Und wir blenden hier einfach mal durch. Und könnt ihr jetzt euch gerne mal einen Blick erhaschen von dem Mediabook, was hier alles so schönes drin ist. Genau, die heißt Esther. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und hier könnte ich einmal durchblättern. Und wie gesagt, die Schauspielerin hier ist wirklich hammergeil, hat sie es gespielt. Wirklich sehr gut gespielt. Jawohl. Hier sehen wir ein Bild mit Schwarzlicht, wie ich es vorhin gesagt habe. Hier noch ein paar Bilder vom Making-of. Und hier haben wir dann eben dann das Gruselkabinett. Die Unschuldsengel. Das Ganze schaut hier so aus, auch sehr stark mit diesem Türverschlag. Und hier nochmal das Innenmotiv nochmal von der letzten Seite. Und das war auf jeden Fall das, der Buchteil von Orphan, das Waisenkind in der Mini Burn Extra Blatt Ausgabe. Ja, das war das Mediabook zu Orphan. Und wir gehen mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Ja, das war das Booklet zu Orphan in dem Mediabook von Birnenblatt. Hier nochmal das Cover C, das Cover B und das Cover A. Somit sind wir auch schon am Ende von diesem Video. Habe ich euch auch alle Mediabooks euch vorgestellt. Und für mich die einfachen Favoriten Cover B und Cover C. Für mich persönlich die schönsten Motive von dem Film Orphan. Und welche finde ich jetzt am besten? Cover A, B oder C? Ja, das dürft ihr jetzt selber entscheiden. Oder ihr guckt einfach mal unten in der Videobeschreibung nach. Dort kann man auch noch ein paar Mediabooks bestellen. Cover C ist ja der Ausverkauf bei Bretz Media. Aber alle anderen beiden müssen noch verfügbar sein. Also einfach mal gucken. Hoffe, ihr habt noch Glück. Und ja, wie gefallen euch die Mediabooks oder allgemein die ganzen Mediabooks von Birnenblatt? Lasst mir Kommentare, da würde ich mich freuen. Und bis zum nächsten Mal, euer Forza 80, Tschüss mit Ö und Piep.